Im Weltspiegel kam ein Bericht über Albanien und die Blutrache, die sogenannte Kanun, die Menschen in Albanien dazu verpflichtet, die Mörder ihrer Angehörigen zu töten. Das kenne ich doch, dachte ich mir. Das gibt es in Amerika doch dauernd. Nur ist es in Amerika keine Pflicht, sondern Recht. Die Amerikaner machen es freiwillig, die Mörder ihrer Angehörigen töten. Manchmal sogar vorbeugend. Und auch nicht still und leise, sondern in großen Schoß mit vielen Angehörigen. Und selbst die Verantwortung übernehmen wollen sie auch nicht. Da wird ein Henker vorgeschoben. Beim einen heißt es archaisch, barbarisch, mörderisch, beim anderen Gerechtigkeit. Die einen jedoch werden von ihrer Tradition gezwungen, so zu handeln. Die anderen haben einfach nur Spaß dabei. Na, das nenne ich doch mal zivilisiert. Vielleicht sollten die Sender mal darüber berichten. Aber da ist dann die Angst vielleicht doch zu groß, vom Friedensstifter, demokratischem Leuchtbild und Weltpolizist Amerika gerügt zu werden. Aber Mord mit zweierlei Maß zu messen, finde ich persönlich zum Kotzen. Schönen guten Abend.